Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videotutorial von GimpUsers.de. Nach langer Zeit haben wir wieder mal ein Videotutorial für euch vorbereitet und in diesem geht es jetzt hier darum, solche zentrierten Streifen oder Strahlen hier zu erzeugen. Ich habe da drei Techniken, die ich euch zeigen möchte. Zum einen mal diese sehr scharfe und gleichmäßige Technik, dann eben diese hier, das ist eher so eine explosionsartige Strahlentechnik. Und das hier ist eine bisschen chaotischere, aber dennoch ganz gut verwendbare Technik. Ja, fangen wir gleich an mit der ersten Technik hier. Ich zeige euch zuerst, wie ihr diese Strahlen hier erzeugen könnt. Ich mache hier mal eine neue Ebene. Und als Ausgangsbasis für diese Strahlen brauchen wir mal gleich dicke Linien oder gleich dicke Balken. Da gibt es in GIMP einen Filter, den findet ihr unter Filter, Render, Pattern oder Muster. Und dann war das hier Grid. Auf Deutsch heißt das Gitter. Und standardmäßig seht ihr, dass hier so kleine Kästchen hier von GIMP gezeichnet werden. Wir brauchen jetzt allerdings nur vertikale Linien, deswegen setzen wir hier mal den Wert hier auf 0. Und bei vertikal setzen wir das Ganze mal auf 30 Pixel Breite. Ich habe jetzt hier noch diese Verankerung hier gelöst. Und dieser Spacing hier, der Abstand, muss natürlich doppelt so breit sein wie diese vertikalen Linien, damit hier so Abstände hier dazwischen entstehen können. Hier unten könnt ihr noch die Farbe angeben, aber das ist nicht ganz so wichtig. Klicken wir dann mal auf OK, dann zeichnet GIMP hier diese Linien für uns. Ich mache hier noch eine zweite Ebene und fülle die mal hier mit Schwarz, damit der Hintergrund hier nicht so durchscheint. Und jetzt können wir diese gezeichneten Linien hier mit dem Polarkoordinatenfilter in solche Strahlen verwandeln. Geht dazu auf Filter, Verzerren Polarkoordinaten. Und wenn er dann jetzt hier diesen Wert von 100 auf 0 stellt, dann ziehen sich diese ganzen Streifen hier bis ganz zum Rand und wenn ihr dann OK klickt, dann ist das schon fast fertig. Ja, jetzt stellt sich natürlich noch für viele Anfänger die Frage, wie färbe ich jetzt diese Linien hier so ein, wie ich sie haben will. Ja, es geht eigentlich ganz leicht. Also der Hintergrund ist sowieso ganz leicht. Ich habe ja hier vorher eine schwarze Ebene hereingezogen. Die füllen wir jetzt hier mal zum Beispiel mit so einem satten Grün. Über Steuerung Beistrich kann man eben das Ganze hier direkt füllen. Das ist der Shortcut hier für Fill with Foreground Color oder Füllen mit Vordergrundfarbe. Jetzt wollen wir diese Strahlen natürlich auch in einer anderen Farbe haben. Dazu müssen wir zuerst diesen Transparenzkanal hier sperren. Das bringt uns jetzt den Vorteil, dass wir alle Stellen, die in dieser Ebene hier bereits gefüllt sind, also eben diese Strahlen hier, dass die gefüllt werden können und dass dieser transparente Bereich hier aber vernachlässigt wird. Das heißt, ich will jetzt hier zum Beispiel so eine gelbe Farbe hier aus. Dann gehe ich wieder auf Bearbeiten mit Vordergrundfarbe füllen und dann werden nur diese Streifen hier gefüllt. Ja, das ist der seriöseste Effekt eigentlich von diesen ganzen, die ich hier vorzeigen möchte. Der zweite Effekt, dieser hier, der ist ein bisschen chaotischer, geht aber dafür ganz leicht. Legt dazu eine neue Ebene an, nehmt das Verlaufswerkzeug und dann wählt hier zum Beispiel diesen Four-Bars-Verlauf hier aus.
und geht hier auf Kanonisch und zieht aus der Mitte hier in eine Ecke diesen Verlauf hier auf. Im Moment ist das Ganze noch recht gleichmäßig, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel hier den Modus auf Überlagern stellt und hier das Ganze noch einmal hier heraufzieht, ein paar Mal, dann wird das Ganze ein bisschen unterschiedlicher. Es kommen dann schon andere Strahleneffekte zur Geltung. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, noch mehr von diesen chaotischen Strahlen hier hinzuzufügen. Da verwendet ihr nicht Overlay zum Beispiel, sondern Unterschied oder Differenz hier in diesem Modus. Und wenn ihr das Ganze jetzt dann raufzieht, dann seht ihr, dass hier viel mehr von diesen Strahlen hier ins Bild hereinkommen. Ja, und die nächste Frage ist jetzt natürlich, wie färbe ich das jetzt hier wieder ein? Das geht auch ganz leicht, und zwar gibt es hier eine Möglichkeit, über einen Farbverlauf hier das Ganze einzufärben. Wählt dazu irgendeinen Verlauf hier zum Beispiel aus. Zum Beispiel diesen hier. Jetzt habe ich das hier rausgezogen. Na. So. Wenn wir jetzt diesen Farbverlauf hier ausgewählt haben, dann können wir auf Farben abbilden, auf Farbverlauf hier gehen. Auf Englisch heißt das hier Gradient Map. Und wird das Ganze hier in solche Farben hier eingefärbt. Ja, natürlich könnt ihr da jetzt ein bisschen herumspielen, zum Beispiel auch über Farben und dann über diesen Wert hier könnt ihr das Ganze beliebig einfärben, wie ihr das gerne haben möchtet. Ja, und die dritte und letzte Möglichkeit, das ist eher diese explosionsartige Möglichkeit hier, oder dieser explosionsartige, eher dynamischere Effekt. Der geht überhaupt ganz leicht. Wir brauchen dazu wieder eine neue Ebene. Füllen wir diese mal hier mit Schwarz. Und dann geht ihr auf Filter und Licht und Schatten und Supernova. Zieht das Ganze dann hier in die Mitte und erhöht einfach mal den Radius ziemlich stark. Könnt dann auch die Anzahl der Strahlen hier einstellen. Machen wir das mal ungefähr so. Ja, und da gibt es natürlich jetzt auch viele Möglichkeiten, das hier eurem eigenen Willen nach einzufärben. Ich nehme hier wieder zum Beispiel die Version mit dem Farbverlauf und diesen feurigen Verlauf hier. Farben abbilden auf Farbverlauf und dann wird das Ganze so eine dynamische, explosionsartige Strahlenwelle oder so ein Strahleneffekt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial oder dieses Videotutorial gefallen und ihr habt einiges gesehen, was ihr noch nicht kanntet. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim selber Ausprobieren.